Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Pioneers of Olivetown. Ich bin euer Basti und ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Heute mal nicht aus unserer Hütte, sondern aus dem Dorf der Erdgnome. Möchtest du zum Hof zurückkehren? Nein, erstmal nicht. Ich melde mich bei dir. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen umsehen. Verwaltergnom, hier ist so viel mehr los, seit du uns gefunden hast. Herzlichen Dank. Wir Erdgnome möchten allen gern etwas für dich. Erdgnome möchten alle gerne etwas für dich tun. Sag uns einfach, wenn du uns für welche Arbeiten brauchst, dann wird das gemacht. Okay. Erdgnome verwalten. Die Arbeitergnome eilen zur Arbeit, sobald sie einen Anführer zugewiesen werden. Wenn du Glück hast, teilen die Gnome ihre Ausbeute am nächsten Tag mit dir. Ach so, nur wenn ich Glück habe. Okay, wenn sie fertig sind, geben dir die Erdgnome ein paar Gnomenmünzen. Gnomenmünzen sind ganz besonders. Du kannst sie gegen lauter tolles Zeug tauschen. Der Gnomenladen. Die Erdgnome geben dir nicht nur etwas von ihrer Ausbeute ab, sondern schenken dir auch Gnomenmünzen. Die kannst du beim Chefgnom im Erdgnomendorf gegen Gegenstände tauschen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Okay, also wir haben ein paar Helfer. Das ist, glaube ich, wie die Unimos in Stardew Valley. Hey, wer bist denn du? Waldgnom, heute habe ich nichts für dich. Oh, schade. Okay, oh, hier sind Kühe. Hier kann ich mich hinsetzen bestimmt. Nee, kann ich nicht. Schade. Das ist der Gnomenladen dort oben, denke ich mal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal noch mehr finden, oder? Grasgnom, heute habe ich nichts für dich. Steingnom, heute habe ich nichts für dich. Oh, schade. Und hier essen die also. Die haben sogar Felder. Oh, da komme ich nicht hoch. Okay. Ne, wir können ja mal noch in den Gnomenladen reinschauen, bevor wir zurückgehen. Mal sehen, was es hier gibt. Chefgnom, hast du Gnomenmünzen? Bei mir kannst du sie für Gegenstände eintauschen. Keine Sorge, falls du ein Tier freilassen möchtest, wir kümmern uns hier gut darum. Grüß dich, Silke. Gnomenladen, Tier freilassen. Gefunden ist. Aha, da brauche ich also die Gnomenmünzen dafür. Lehm, Holz, Königsform, Hotesholz, Haas, Gras. Okay, die geben mir alles das, was ich auf meinem Hof auch anbauen kann. Tier freilassen. Von welchem Tier möchtest du dich verabschieden? Nutztier freilassen, Hund freilassen, Reittier, Haustier freilassen. Nee, ich will erstmal nichts freilassen. Gefunden ist. Keine Gegenstände gefunden. Okay. Na gut, dann war das eine kurze Reise in das Gnomendorf. Wir können hier erstmal noch gar nichts machen. Wir können aber erstmal zurück zu unserem Hof. Ja, ich möchte gerne zu unserem Hof und möchte noch ein bisschen was machen, bevor ich schlafen gehe. Oder wir gehen gleich schlafen und haben dann einen wunderschönen neuen Tag, den wir beginnen können. Aber es ist ja gerade mal 9 Uhr noch was. Also heißt es erstmal wieder gießen. Weil heute ist wirklich schönes Wetter. Unsere Mietskant auch. Aha, da hätte ich nicht gießen brauchen, weil da ist ja nichts, was angepflanzt ist, ne? Wir müssen auf jeden Fall erstmal schauen, was wir heute machen. Ich habe den Gnom aber auch noch nicht gefunden. Der muss ja irgendwo bei uns auf dem Hof sein, damit ich dann in das Dorf da hinkomme, ne? Müssen wir mal sehen. Eine leere Kanne, mit der kann ich natürlich nicht gießen. Das ist schade. So. Jetzt haben wir das erstmal alles durch. Dann schauen wir mal. Bing, bing, bing. Kann ich hier noch was machen? Ich kann Eisen. 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 Und ich kann noch einmal hartes Holz machen. Und normales Holz. Kann ich auch noch dreimal machen. Und Lehm habe ich natürlich auch noch. Dann kommt hier gleich noch ein paar Ziegel rein. Ein bisschen Gras für Garn. Ich muss auf jeden Fall erstmal wieder richtiges Gras farmen. Damit könnten wir ja gleich mal anfangen hier. So. Und hier war noch ein Königsfarm, glaube ich. Und meine Tiere kann ich auch rauslassen. So.
Jetzt packen wir erstmal das Eisen hin, die Ziegel, das alles, den Rest verkaufen wir. Okay, das ist nur die eine Blume, die wir verkaufen. Ah, ne, Moment, wir können noch... Königsfarn hatte ich da auch noch eingesammelt. Oder? Jetzt habe ich ihn eingesammelt. Ach, ich hatte keinen Platz mehr in meinen Taschen, deswegen... Okay, gut, Ach, hier sitzt jetzt der Gnom also rum. Okay, gut. Pilze habe ich auch noch nicht. Wir könnten uns aber auf jeden Fall noch einen Huhn kaufen. Damit ich vielleicht mehr Eier kriege. Öffnen. Huhn rauslassen. Einmal knuddeln. Und dann schauen wir mal, ob du ein Ei hast. Das wird zu Mayonnaise. Ja! So, das Ei können wir jetzt zu Mayonnaise machen. Mal sehen, ob ich ein Ei dafür brauche, um Mayonnaise zu machen oder mehrere. Ja. Okay. Hallo, öffnen. Wir brauchen aber definitiv noch mehr, Eisen und mehr... So, einmal Milch. Da drinnen ist, glaube ich, nichts weiter. Dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Wir sind auf jeden Fall viele Pfützen, damit wir hier ein bisschen Leben kriegen. Oh, ich habe noch was anderes gekriegt. So, das nehmen wir mit. Das Steinsalz kann man, glaube ich, auch noch mitnehmen, oder? Habe ich noch ein bisschen Platz bei mir? Ja. Ah, ne, Taschen sind voll schon wieder. Warte mal, die Milch, die kann ich auf jeden Fall erstmal trinken. Dann können wir das Steinsalz mitnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir uns ein Hühnchen kaufen. Oder vielleicht mal schauen, ob wir vielleicht irgendwo... Da oben würde es jetzt noch Silber geben, aber ich bin komplett voll. Und das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich das immer alles mitschleppen muss hier. Das ist... So... Das hin, das hin, das hin, das hin. Wir müssen auf jeden Fall noch, ziemlich viel Sachen für die andere Erweiterung dort sammeln, damit wir eine Etage weiterkommen, in ein weiteres Land freischalten. Da braucht man, glaube ich, 50 Zement, 50 von diesen Holzdingern. Okay, das ist erstmal der Tierladen, da werden wir jetzt mal schauen gehen. Frühling, Dienstag ist geschlossen, ne? Dienstag ist geschlossen, glaube ich. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Da können wir in den Gemischtwarenladen gehen. Vielleicht gibt es da was. Nein, auch leider geschlossen. Mist. Ich habe jetzt aber auch keine Materialien mit, damit ich sagen kann, ich kann mir hier irgendwas verbessern. Das ist schlecht. Okay. Vielleicht hätte ich noch in meine Kiste mal schauen sollen. Ich glaube, da war noch so eine Bündel drin, die ich wegschaffen konnte. Was haben wir denn hier? Auftrag Bauholz. Okay, Dorfauftrag. Das machen wir mit. Einmal Zement. Oh, Zement habe ich auf jeden Fall. Oh, wir haben fünf Eier bekommen. Ich würde aber gerne ein Hühnchen haben wollen. Okay, wir machen das einfach anders. Wir brauchen einmal Zement. Die Eier können wir gleich verkaufen. Das kriegt man eigentlich hin, denke ich mal. Ach ja, früh am Morgen spielt man eine Runde Stories of Season. Das ist gemütlich. Aber das Museum hat, glaube ich, auch... Das ist nur ein Ei. Aber das hat eine richtig hohe Wertigkeit, ne? Ich kann ja mal hier schauen. Also. Aufteilen mit X.
Nee, einmal Zement nehme ich mit. Hallo? Und ich möchte die Bündel mitnehmen auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal zurück und hoffentlich hat das Museum auf, damit ich diese Bündel loswerden kann. Vielleicht sollte man auch erstmal sammeln und, vielleicht sollte man ein bisschen sammeln und dann erst die ganzen Bündel wegschaffen. Einmal Zement, sehr gut, jetzt gibt es erstmal nichts weiter, Auftrag gibt es nicht. Oh, ich kann mir meine Tasche vergrößern lassen für 15.000. Oh, ich würde wie gesagt gerne erstmal mir noch das ein oder andere Hühnchen kaufen oder vielleicht noch eine Kuh oder so. So, wir lassen mal ein bisschen was begutachten, mal sehen, was da drinne ist. Höhlenperle, die könnte ich auf jeden Fall dem Museum spenden, denke ich mal. Und Silbererz, okay. Hello. So, Fotospenden, Fischspenden, Schatzspenden. Ja, die Perle spende ich. Vielleicht hätte ich die auch verkaufen sollen, wäre vielleicht besser gewesen, ne? Aber guck mal, was wir hier alles dem Museum spenden können. Das ist, ganz schön viel, muss ich sagen. Aber wir packen erstmal die Perle dahin, da kommen vielleicht mehr Touristen. Danke dir herzlich für die Spende. Das hilft Olivingen bestimmt weiter. So, mehr habe ich nicht. Ich habe Erz bekommen. Das kann ich natürlich einschmelzen, ne? Aber Dienstag ist sowieso alles zu hier und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten natürlich noch Holz sammeln. Wir könnten noch den diesen Bach leer räumen. Ich hätte jetzt aber eigentlich mal in den Werkzeugladen gucken können, ob da vielleicht... Okay, hier ist es fertig. Jetzt kann ich nur normales Holz nochmal reinpacken. Mehr habe ich nicht. Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Silber brauche ich auf jeden Fall auch. So, Holz habe ich nicht mehr. Hallo, ich habe kein Holz mehr. Gras kann ich aber reinpacken. Ach nee, Lehm. Da gibt es nämlich Ziegel. Ich weiß zwar nicht, für was ich die Ziegel brauche, aber wird ja schon für irgendwas gut sein, ne? Und wenn ich meine Tasche erweitert habe, kann ich auch das Ganze. So, das kommt alles darüber. Den Rest behalte ich. Meine Miets habe ich noch nicht gestreichelt heute. Miets, 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 Miets. Oh, die ist hier hinten. Ich könnte auch noch ein Leckerli geben. Komm mal her. Renn nicht weg von mir. So. Da freut sie sich auf jeden Fall, denke ich mal. Und die rennt gleich weg. Okay, gut. Also wir brauchen normales Holz und wir brauchen dieses harte Holz, um das hier hinten zu beseitigen. Ich gehe mal ganz schnell nochmal gucken. Bevor wir hier vielleicht was machen. Die Pumpe habe ich leider noch nicht. Hier ist noch so ein See, den wir leer schöpfen können. Okay, hartes Bauholz brauche ich. 23. Silberborn brauche ich 20 und 50 Zement. Also 50 Zement habe ich. Aber ich brauche halt dieses harte Baumholz, ne? Und vielleicht sollte ich auch versuchen, erstmal meine Axt noch mit Silber ein bisschen zu verbessern. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Das ist hartes Holz. Okay. Na, dann machen wir jetzt gleich. Dann hacken wir hier noch ein paar Bäume, damit wir noch ein bisschen hartes Holz kriegen. Das normale Holz haben wir ja bei uns auf der Insel. So. Oben gibt es auch blaue Blumen. So, jetzt nehmen wir gleich mal noch den Lehm mit.
Bum, bum, bum. Hier können wir auch nochmal schöpfen. Bei Lehm brauche ich ja dann doch, Oh, das ist ein normaler Baum, oder? Nee, das ist hartes Holz. Achso, ich wollte ja diesen See ja noch leer räumen. Okay, das machen wir natürlich auch noch. Da gibt es wahrscheinlich noch den ein oder anderen Schatz drin, ne? Das war auch hartes Holz. So. Dann einmal Eimer. Dann schöpfen wir hier mal. Verlieren natürlich Energie. Ich habe nichts zu essen mit, aber das ist nicht so schlimm. Ja, wir kriegen den schon leergeräumt hier. Vielleicht, wenn es regnet, füllen sich vielleicht diese Sachen wieder, aber dann wäre es ja doof, wenn da dann ein neuer Schatz drin ist, oder? So, schweres Objekt, ausgenutztes Objekt. Alles klar. So, das nehme ich noch mit. Ne, den Baum kann ich nicht leer schöpfen. Kriege ich das noch mit? Ja. So, wie sieht's denn aus? Ich bin aber voll, ne? Ja. Ich bin wirklich voll. Also. Ich glaube, ich falle gleich um. Ja, ist ja gut. Ein bisschen was kriegen wir schon noch. Ein bisschen was kriegen wir ja schon noch gesammelt. Ich habe auch das mit den Gnomen noch nicht so richtig verstanden, wo ich die Gnomen und die herkriege. So. Ich denke mal, den Einbaum, den werden wir noch umgeschlagen kriegen. Ja. Okay, gut. Dann streite ich mal meine Mumu. Dann sage ich, du sollst bitte einmal rein. Das Hühnchen muss noch rein. Hier haben wir noch eine Pfütze, die nehmen wir noch mit. So. Hier ist Lehm. Das kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Na gut, das ist aber nicht so schlimm. Das eine Dings da, das wird ja nicht so auf Weide lassen. Nee. Oh, Mayonnaise ist fertig. Deine Tasche ist voll, ja. So, verschicken, verschicken. Die Bündel kommen hier rein. Dann hartes Holz. Hartes Holz. So, hier muss ich jetzt Silber machen, weil ich kein Eisen mehr habe. Garn kriegt man, glaube ich, auch noch hin. Ziegel kriegt man auch hin. Vielleicht bräuchte ich mehr Ziegel. Ich weiß es nicht. So, das alles darüber. Wir haben 14 Mal Eisen und 6 Mal gerade mal Silber. Also wir brauchen auf jeden Fall noch... Vielleicht brauchen wir auch noch die ein oder andere Maschine. Kann ich mal gucken, ob ich die vielleicht noch craften kann. Oh, hier ist so eine Statue. Die meisterhaft geschnitzte Dekoration, die deinen Bären in Aktion darstellt. Zement möchte ich nicht herstellen. Eine Kiste könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Aber meine reicht erstmal noch. Hier brauche ich 10 Erz und normales Holz für so einen Bärenfertiger. Aber ich brauche eigentlich so ein Holzdinge noch. Da brauche ich 20 normales Holz. Und ich habe keine Energie mehr. Und ich muss die Mayonnaise auf jeden Fall holen. Die muss ich mitnehmen. Hallo. Hier oben ist nichts mehr. Habe ich vielleicht noch irgendwas auf der Farm, bevor ich hier ins Bettchen gehe? Wir könnten jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Gras, normales Gras farmen hier. So, aber Pilze habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ey, da sind noch so eine Viecher vorgekommen hier. Ich glaube 31 oder so.
Oh. Okay, der Tag ist beendet, also so geht's auch. Ich bin umgekippt und bin in meinem Haus hoffentlich erwacht und hab nichts verloren. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Nein, der nächste Tag ist angebrochen und wir machen hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.